ist auf Schiff. Mega cooles Schiff. Ja, bevor ich euch begrüße, wollte ich euch nur sagen, eigentlich, ich habe euch so vermisst. Deswegen mache ich jetzt wieder eine Aufnahme. Und ich habe meine Zuschauer einfach im Stich gelassen. Keine Aufnahme gemacht. Ja, aber deswegen mache ich jetzt eine Aufnahme für euch von World of Warships auf meinem PC. Der ist neu, nicht mehr auf der Playsee. Die habe ich schon mit dem Schiff hier abgeschossen. Ja, ich habe nichts gesagt. Und auf jeden Fall laber ich jetzt nicht weiter und gehe einfach mal in das Gefecht. So, ich habe sehr viel vorgespielt erstmal so, damit er erstmal weiß, wie das Ganze geht. Und hier sind die ganze Rolle. Flugzeugträger, oh mein Gott, ich kann kein Deutsch. Flugzeugträger, Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer und U-Boote. Das sind alle Rollen. Aber ich habe hier Schlachtschiffe hier. Ich spiele gerade, glaube ich, Schlachtschiffrolle. Ach. Ich bin Schlachtschiff. Ah ja, ja. So. Ist auch volle Kanone. Das sind richtige Schneeberge. Alter, bin ich hier gerade etwa in Norwegen? Nicht wissen. So. Aber ich glaube, Norwegen sieht auch so aus. Nur, dass das Wasser hier nicht eigentlich nicht ist. So. Ich bin eigentlich schon relativ gut in dem Spiel. Alle Mann auf Gefechtsstation! Ja, ich weiß. Von wegen eigentlich, ich bin gut, sondern ich spiele eigentlich gerade nur gegen Bots. Ich bin eigentlich jetzt nicht der gute Profi, aber ich spiele erstmal gegen Bots, um erstmal zu zeigen, wie das ganze Spiel erstmal auch so funktioniert, ja? So, ich muss erstmal noch. Digga, warum schießt da? Der schießt einfach auf seinen eigenen. Der schießt einfach auf seinen eigenen Verbündeten. Ah, Gott. Und ich bin eigentlich schon relativ langsam. Nur große Chance. Auch ein Schlachtschiff. Oh ja, das war irgendwie ein bisschen weit weg. Ich kann da nicht hinschießen. Aber diese Waffen von dem Schiff, die sind einfach die stärksten Waffen, die es auch ganz gern gibt. Aber die stärksten Waffen. Ich kann mir auch gleich scheißen, wie diese fetten Dinger hier schießen. Ich will mal auch gleich zeigen. Kreuzer versenkt. Das bin ich gewesen. So.
Ja, dann seht ihr mal erstmal, gut ich hier im Spiel bin. So. Da ist auf jeden Fall noch ein Nachladen. Komm schon. Ah. So, also weil ich habe einen kleinen Trick vor. Wenn ihr hier erstmal so von der Seite erstmal hier so bringt, dann werden alle Waffen auf einmal aktiviert. So, und habt ihr auch viel mehr Schuss? Habt ihr auch mehr Schuss? So angegriffen, Digga, von allen Seiten. Das Schiff kann nichts machen. Ja, zweiten Kill. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Thank you.
dann renne ich mit dem Schild davon. Ey, da hinten! Da hinten ist noch ein Ding. Allerletzte! Zerstört. Bam. Sie. Ich glaube, ich habe 29 Sterne bekommen. 36 Coins und 165 Grausterne. So. Also da seht ihr hier. Ich habe 22 Leute. Also 22 Schüsse getroffen. Und ich habe 3 Kills gemacht. Ein Schiff habe ich in Flammen. Ja, in Brand gesetzt und ich habe dieses Schiff treffe an die Seite. Ich weiß nicht, was es ist. So, aber auf jeden Fall nehmen wir mal. Also das Schiff hat richtig gut gekämpft. Da dürft ihr mal einen Applaus geben. Uhu. Applaus, hallo? Keiner da? Naja. Keiner ist ja da, okay. Dann nehmen wir mal. So. Ihr denkt jetzt so, oh Mann, das Schiff ist doch voll schlecht, alter Idiot. Warum nimmst du das denn? Ja, ich nehme das einfach, weil es, ja, es sieht schlecht aus, aber es ist eigentlich nicht schlecht. Dann gehen wir mal mit dem Gefecht hier mal rein. So, ich habe einen Zerstörer. Aber U-Boote habe ich noch nie in der Rolle gesehen. So weit hinten eigentlich gespawnt. So. Seht ihr, wie heftige Waffen es noch hat? Es hat sogar Schuss, die Feuer versorgt immer. Und es hat auch die Schlacht beginnt. Es hat diese Munition, die Feuer verursacht. Ja? Und es hat auch Schüsse, die komplett durch die Metallsdinger hier einfach durchgehen. Wie Butter. Und es hat richtige heftige Torpedos. Wenn ihr sehen könnt, einmal hier, diese komischen Rohre da, ne? Diese komischen Rohre hier. Da werden die Torpedos abgefeuert. Aber erstmal mach ich die mal rein. In unserer Kampfzone. Egal. Ignoriere ich. So. Wir auf der Map sind. Ja. Wir krachen gleich gegen den Berg. Gegen den Berg hier. Junge. Alter, sind das hier riesige Berge hier. Wenn ich hier mal so nah rumfahre. Okay.
eliminiert. Torpedos direkt voraus. Junge, Torpedo. Oh, Junge, bin ich auch gut ausgewählt. Oh, Junge. Hey, geil. Digga, die Torpedo ist jetzt stärkst. Torpedos direkt voraus. Ja, okay. Du machst Torpedos, dann hol ich Torpedos die auch voraus. Ja, Junge, da seht ihr mal, wie gegnerischer Zerstörer stark versenkt. Die Torpedos auch sind. Die sind richtig stark. Mal lenken. Ich hab ihn so eliminiert. Aber diese Wellen hier auf der Seitenspitze, Digga, da merken wir ja, wie schön die auch sind. So. Unser Team hat die Führung übernommen. Du, da hinten. Okay, ich glaube, wir müssen einmal mit stärkeren Waffen rangehen. Torpedo! Unser Sieg ehrlich ist jetzt? In Sicht. Junge, ehrlich jetzt? Willst du mich verarschen? Digga, immer. Ja, okay, wenigstens trifft noch einer. Digga, immer wenn ich die jetzt hier noch die Torpedos abfeuer. Dann. Torpedos auf Backbord. Junge, Digga! Unser Sieg ist in Sicht! Ich hab fast in die Dings Torpedos hier reingekracht! Alter, ich hab grad Torpedopunkte gekreuzt. Oh mein Gott. Ah, nein. Alter. Ja. Ein Torpedo hat ihn getroffen. Aber keinen Schaden wegen, dass er verbündet hat. Wir haben ihn erledigt. Ah, hier sieht man, der Torpedo hat ihn richtig zerfetzt. Hier, bam, komm ich durch. Hier, hab ich auch getroffen. Zurück zum Hafen. So. War doch erstmal eine ganz geile Runde. Ne? Ich habe auch, das Schiff hatte ich ja. Ich habe auch noch dieses, das war mein allererstes Schiff, was ich vorausgefahren bin. Aber auf jeden Fall in der nächsten Folge werde ich euch dieses Schiff hier präsentieren.
Und die anderen auch. Hier, die hier. Und die. Und auch der hier. Die waren alle kostenlos. Und das ist richtig geil. So, und auf jeden Fall noch das hier. Ich bin eigentlich hier noch nie gefahren, aber... Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Auf jeden Fall, bevor ich ausmache, also von euch erstmal, ja egal, kein Deutsch. Auf jeden Fall bitte abonniert dieses Video und lasst ein Like da. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video, lasst ein Like da und ab oder ja, haut rein, liebe Leute und ciao.